Es geht weiter mit unserer Zusammenstellung der 100 Spiele, die man vor seinem Tod auf jeden Fall gezockt haben sollte und für die wir euch nach euren Favoriten gefragt haben. Wir arbeiten uns dabei immer noch alphabetisch vor und kommen von B immerhin bis zu D. Beyond Good and Evil. Genremix. Der Begriff wird oft bemüht, hier trifft er voll zu. Beyond Good and Evil ist ein Action-Adventure mit Prügelspiel, Rennspiel und Schleichanlagen. Außerdem auch noch eine Art Suchspiel bzw. Shooter. Vor allem ist Beyond Good and Evil aber eines: erfrischend. Das knallbunte Setting um einen fremden Planeten, auf dem Menschen in Einklang mit Tiermenschen leben und die Fotoreporterin Jade für die Freiheit ihrer Freunde eintritt, könnte genauso gut aus einem französischen Space-Fantasy-Comic stammen. Der schräge Look und die bizarren Wesen werden mit einer im Grunde mit sehr ernsten Themen arbeitenden Story um politische Macht, Propaganda und Unsterblichkeit kombiniert. Und auch die Gegensätze von freier Erkundung und linearer Story sind untergebracht. Wenige Spiele sind auf allen Ebenen so vielfältig und Fans fordern nicht umsonst schon lange eine Fortsetzung, die auch seit 2008 angekündigt ist, derzeit aber offenbar noch auf Eis liegt, da der Designer Michel Ancel auch für die Wiederbelebung der Rayman-Serie zuständig war. Leider hatte der erste Teil auch nie den finanziellen Erfolg, den er verdient hätte. Daher dürften viele PC-Spieler noch Nachholbedarf haben, um sich zeigen zu lassen, mit wie viel Fantasie man an das Thema Gaming herangehen kann. BioShock und BioShock Infinite. I chose Rapture. Sowohl BioShock als auch BioShock Infinite haben es in unserer Liste weit nach vorne geschafft. Das Original BioShock sogar noch weiter als sein aktueller Nachfolger. Das ursprüngliche Spiel mag hinter Infinite zurückbleiben, wenn es um Inszenierung oder Emotionalität geht. Das Gameplay und die Atmosphäre sind jedoch unübertroffen. Die Story um den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der in den 50er Jahren in der verfallenen Unterwasserstadt Rapture überleben muss, wird fast nur über Tonbandaufnahmen erzählt, wird aber gerade dadurch umso beklemmender und spannender. In Rapture sollte die Droge Adam Menschen verbessern, machte sie aber zu geisteskranken Monstern. Unserem Helden verleiht sie übernatürliche Kräfte, die er gemeinsam mit diversen Schusswaffen einsetzt, um seine zunächst schwer durchschaubare Mission zu erfüllen. Diese vielfältigen Möglichkeiten, die Option, die Umgebung gegen die Feinde einzusetzen und das weitgehend nonlineare und schlichtweg geniale Leveldesign machen gemeinsam mit der unvergleichlichen Atmosphäre aus BioShock einen Shooter, den man einfach erlebt haben muss. Verschiedene Enden sorgen zudem für einen gewissen Wiederspielwert und die Gesellschaftskritik ist subtiler, aber letztlich wirkungsvoller als in Infinite. Nicht umsonst ist der Name des Rapture-Gründers Andrew Ryan nahezu ein Anagramm für Ayn Rand, die in den USA wesentlich bekanntere Autorin, die totalen Kapitalismus und den Verzicht auf Altruismus propagierte, unter anderem in ihrem berühmten Werk Atlas Shrugged. Anders als Teil 2, der im Grunde alles noch einmal so wie Teil 1 machte, entschied man sich bei BioShock Infinite, die grundlegenden Ideen des ersten Teiles abgewandelt zu übernehmen. Gesellschaftskritik und ein um bestimmte extrem fortschrittliche Elemente erweitertes Setting aus der nahen Vergangenheit. Diesmal geht es jedoch um Rassenhass und fanatische Religiosität, Paralleldimensionen und die 20er Jahre und nicht um Hyperkapitalismus, Transhumanismus und die 60er. Die Mischung geht aber trotzdem auf und bietet ein zwar etwas eingeschränkt erlebbares, aber extrem denkwürdiges Setting. Als Beispiel für eine ungewöhnliche, komplexe und emotionale Story im Medium-Videospiel sollte man auch diesen Part der Reihe bis zum bitteren und extrem faszinierenden Ende durchgespielt haben. Denn erst dann ergibt die ganze BioShock-Reihe mit all ihren Parallelen wirklich auf krank geniale Weise Sinn. Borderlands. Postapokalyptisch wirkende Ödnis-Szenarien gibt es in verschiedensten Spieleserien. Die wenigsten davon entfalten einen ähnlich bizarren und auch stark humoristischen Charme wie die Borderlands-Spiele, wobei der zweite Teil, ermutigt durch den Erfolg des ersten, in jeder Hinsicht noch einen drauflegen kann. Dabei greifen zahlreiche Designentscheidungen hervorragend ineinander. Die klare Gewalt des Shooters und sein schräger Humor werden durch den überzeichneten Cell-Shading-Look des Spiels miteinander vereint. Die Ballereien gegen zahllose Gegner werden durch ein an Action-Rollenspiele erinnerndes Loot-System mit verschiedensten Schadens- und Zusatzwirkungskombos mit einem ordentlichen Suchtfaktor versehen. Und die kaputten Charaktere passen durch ihre Archetypenqualitäten perfekt in die ebenfalls kaputte, überzogene Welt des Planeten Pandora, auf dem Science-Fiction-Glücksritter nach einem legendären, verborgenen Schatz suchen. Dadurch, dass beide Spiele jeweils vier verschiedene Figuren als unterschiedliche Klassen, durch DLCs erweiterbar, präsentieren, findet sich auch eine Nische für verschiedenste Spielstile.
Eines allerdings ist für alle Zwang, ein schneller Finger am Abzug, denn meistens laufen die Missionen dann doch auf das Töten verschiedenster Gegner von durchgeknallten Banditen bis hin zu bizarren Monstern hinaus. Gerade im zweiten Teil werden diese Aufträge ebenso wie die Story aber in erfrischend schräge Dialoge und Ideen verpackt. Zusammen mit der unübersichtlichen Menge an möglichen Schießeisen, Fahrzeugeinsatz und unterhaltsamen, wenn auch oft ziemlich brutalen Effekten mit Waffensonderfähigkeiten, wird das Shooter-Gameplay dabei nie langweilig. Außerdem bringt Teil 2 mit Handsome Jack einen der besten und arrogantesten Bösewichter der Spielegeschichte mit. Wer also Borderlands oder wenigstens Teil 2 nie anfasst, verpasst wohl eines der unterhaltsamsten Ballererlebnisse und auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass manchmal ungewöhnliche Kombinationen perfekt passen können, wie Loot-Spirale und Shooter-Gameplay. Call of Duty. Call of Duty ist für Gaming das, was Michael Bay-Werke für Kinofilme sind. Das bedeutet zum einen, die Reihe ist eine der erfolgreichsten überhaupt mit weit über 100 Millionen verkauften Spielen und hohem Bekanntheitsgrad auch über die Gamer-Szene hinaus. Zum anderen, inhaltlich wird eigentlich nicht besonders viel geboten und die einzelnen Spiele ähneln sich teils stark. Dauerkritikpunkte sind vor allem das lineare Gameplay und die Kürze der Solo-Kampagnen. Warum sollte man die Reihe dann trotzdem kennen? Zum einen steht sie im Mainstream fast als Synonym für Militärshooter mit einem je nach Folge mehr oder weniger umwerfenden Multiplayer-Modus. Zum anderen ist sie trotz spielerischer Beschränktheit ein Fest für Story-Freunde. Die linearen Solo-Level ermöglichen eine Inszenierung, die einem schlicht den Atem raubt, wenn man sich darauf einlässt. Ständig explodiert irgendwo etwas, Gebäude stürzen ein oder Fahrzeuge krachen irgendwo hinein. Der Spieler erhält das Gefühl, mitten in einem Hollywood-Blockbuster zu sein, wird mitgerissen und erlebt einen Gänsehauteffekt nach dem anderen. Das wird noch stark unterstützt vom fantastischen Soundtrack der Reihe, der unter anderem von Stars wie Michael Giacchino, Graeme Revell oder sogar Hans Zimmer stammt. Overlord, Mission erfolgreich! Alle Igel sind Sicherheit! Verstanden, Metal. Besonders hervorzuheben ist natürlich der allererste Teil der Reihe, der uns in den Zweiten Weltkrieg wirft. Genauso aber auch Teil 4, der erste Modern Warfare-Teil, der das Setting in die heutige Zeit versetzt und in Sachen Inszenierung noch gehörig eins draufsetzt. Command & Conquer. Auch wenn Dune 2 wohl als Beginn des Echtzeitstrategie-Genres gelten dürfte, ist die mit derselben Engine startende und ebenfalls von Westwood entwickelte Marke Command & Conquer wohl noch deutlich prägender gewesen. Aus Spice wurde Tiberium und aus Harkonnen und Atreides wurden Nod und GDI. Fertig. Ohne diese Reihe hätten wir wohl niemals die Echtzeitstrategie-Schwemme der 90er erlebt, die das Genre so omnipräsent machte, dass es beinahe selbst wieder dadurch erdrückt wurde. Command & Conquer war das egal. Die Reihe hat den Begriff Hype im Gaming-Bereich quasi erfunden und bis heute überlebt, trotz oder gerade wegen ihrer Macken. Die cheesy Cutscenes sind Kult. Der charismatische und überzogene Bösewicht Kane ist Kult. Sexy Tanya in all ihren Inkarnationen und sogar strunzdoofe Tiberium-Sammler, die sich geduldig vom Gegner zerlegen lassen, das alles ist unbestritten Kult. Wer sich auch nur minimal für Echtzeitstrategie interessiert oder wissen will, was den Hype damals begründete, sollte zumindest einen C&C-Teil erlebt haben. Wir empfehlen hierfür das Original, der Tiberium-Konflikt, oder den Ableger Alarmstufe Rot, der das Setting in eine alternative Version des Kalten Krieges verlegt und endgültig einen sehr selbstironischen Humor etabliert. Company of Heroes. Company of Heroes hat von den PC-Games-Usern eine Wertung von 100% erhalten. Mit dem Strategiespiel haben Relic Entertainment 2006 einen anspruchsvollen Titel mit guter KI und stimmungsvoller Story im Zweiten Weltkrieg hingelegt. Diese Story glänzt durch die Abwesenheit von Pathos in filmreifen Zwischensequenzen und die entstehende Stimmung erinnert an Saving Private Ryan oder Band of Brothers. Das Gameplay richtet sich an erfahrene Taktiker. Der Computergegner weiß immer wieder zu überraschen und verlässt sich nicht auf Skripte, sondern wirklich intelligent und eigenständig agierende Einheiten. Einziger Kritikpunkt war zur Veröffentlichung die Kürze der Kampagne. Inzwischen haben die Entwickler mit Add-ons und Fortsetzungen aber gut nachgelegt. Bis heute ist Company of Heroes je nach Rezensent eines der oder sogar das bestbewertete Strategiespiel aller Zeiten. Klar ist es im Gegensatz zu Command & Conquer nicht ganz so leicht verdaulich, wer aber als Taktiker etwas auf sich hält, sollte auf jeden Fall mal hier reinschnuppern. Counter-Strike. Eine Warnung. Unsere Liste sollte man nicht als Aufforderung verstehen, jetzt blind alle diese Titel anzuspielen. Spätestens wenn es an C wie Counter-Strike geht, könnte man damit gegen eine Wand fahren.
Die Mod für Half-Life, die später von Valve gekauft, vermarktet und fortgesetzt wurde, revolutionierte die E-Sports-Szene mit einem schlichten Spielprinzip. In diversen Arenen treten Spezialeinheiten und Terroristen gegeneinander an. Wer 13 Jahre nach Release noch einfach mal so in ein Counter-Strike-Match reinschnuppern will, sollte schnelle Mausfinger haben, um bei den Profis auch nur den Hauch einer Chance zu haben. Dennoch, Counter-Strike ist ein Stück Gaming-Geschichte. Nicht nur wegen seiner Bedeutung für die E-Sports-Szene und der ganzen Berichterstattung, die damit verbunden war, auch weil es lange als Paradebeispiel für die Verrohung der Jugend durch Computerspiele galt und als Sündenbock herhalten musste. Crysis 1. Wenige PC-Spiele haben mit ihrer Grafik allein schon so viele Zocker zum Staunen gebracht wie das erste Crysis. Der als Setting dienende südostasiatische Dschungel schlug alles vorher dagewesen an Lebendigkeit und Realismus und führte vor, was der PC als Plattform mit der damals neuesten Technologie leisten konnte. Nach Far Cry setzten die Entwickler hier noch eins drauf und lieferten etwas ab, das 2007 als der beste Shooter aller Zeiten gefeiert wurde. Selbst heute überzeugen Grafik- und Physikeffekte noch. Das hatte damals natürlich seinen Preis, die Hardwareanforderungen waren exorbitant. Aber auch das kann als Zeichen von Crysis Bedeutung gewertet werden. Nur solche Spiele bringen die PC-Industrie voran. Natürlich kann man dem Titel mit der dünnen Story und der fantastischen Präsentation Style over Substance vorwerfen, aber hey, wir können ja auch nicht nur Spiele in diese Liste aufnehmen, die durch tiefgründige Messages und Emotionen punkten. Ein kompromissloser Shooter muss auch mal sein. Dark Souls. Kompromisslos ist ein gutes Stichwort. Dark Souls brauchte zwar fast ein Jahr, um den Sprung von der Konsole zum PC zu schaffen, ihr wolltet den Titel aber unbedingt in der Liste sehen. Das japanische Spiel ist ein Hardcore-Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel, das dem Spieler keine Fehler verzeiht. Dark Souls setzt eine hohe Frustrationsschwelle voraus, wenn die Spieler Kämpfe gegen größere und oft auch kleinere Gegner immer und immer wieder wiederholen und sich jeden kleinen Erfolg in diesem Spiel hart erarbeiten müssen. Umso größer ist das Erfolgserlebnis, wenn sie endlich einen kleinen Schritt weitergekommen sind. Das ist ein Gefühl, das vielleicht nur noch die Älteren unter uns von frühen Arcade-Games kennen, die ebenfalls Null-Toleranz gegenüber Fehlern hatten. Nur bietet Dark Souls wesentlich mehr Inhalt, durchdachtes Leveldesign und eine fantastische Atmosphäre. Die Art und Weise, wie der Titel seine Spieler bestraft und hin und wieder belohnt, wurde von einigen Kritikern schon als philosophisch wertvoll bezeichnet. Wir meinen, wer ein echtes Erfolgserlebnis sucht, viel Geduld mitbringt und auf Dark Fantasy steht, sollte Dark Souls einmal gespielt haben. Day of the Tentacle. Die frühen 90er waren eine unbeschwerte Zeit. Die 80er waren toll gewesen für Kino- und Musikfans und man wusste noch nicht, dass es von nun an nur noch bergab gehen würde. Computerspiele waren aus den Kinderschuhen heraus, aber wurden noch nicht von Marketingfritzen versaut. Für diesen Zeitgeist steht Day of the Tentacle. In dem LucasArts-Adventure mutiert ein außerirdischer Tentakel und plant, die Weltherrschaft zu übernehmen. Die drei Loser Bernard, Laverne und Hoagie müssen das Vieh mit Hilfe der Zeitmaschine-Klos des verrückten Erfinders Dr. Fred aufhalten, werden aber in drei verschiedene Epochen geschleudert. Das klingt jetzt total Banane und das ist es auch. Aber wer vom Charme dieses Spiels gefangen ist, hinterfragt seine innere Logik keine Sekunde mehr. Der Großteil des Spiels verläuft komplett nonlinear. Unsere drei Helden können überall hingehen und alles mitnehmen, die Items sogar durch die Zeit schicken. Das macht Day of the Tentacle nicht gerade einfacher, sorgt aber für verknotete Hirnwindungen. Die Ideen in diesem Spiel wurden oft kopiert und nie erreicht. An Zitatwürdigkeit wurde es eigentlich nur von Monkey Island übertroffen. Wenn ihr diesen Titel nicht spielt, werdet ihr nie erfahren, was es mit dem Hamster in der Mikrowelle auf sich hat oder warum die USA-Flagge geformt ist wie ein Tentakelkostüm. Ist sie doch, oder? Stopp! Ich möchte noch ein anderes Spiel nennen, das in dieser Liste fehlt. Und auch wenn ich gesteinigt werde für von der Community, von wem auch immer, ich bin ein begeisterter Bejeweled-Spieler und ich kenne ganz, ganz viele auch Nerds, die Bejeweled spielen. Es ist so simpel, drei gleichfarbige Klunker irgendwie aneinander zu pappen und die lösen sich dann auf. Aber irgendwie ist es auch genauso deswegen so ein bisschen Zen fast schon und man wird so ein bisschen autistisch, wenn man es spielt, weil man einfach immer besser werden will. Und es war genial von PopCap, dieses Ding dann auf Facebook rauszubringen, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich darin versenkt habe. Arbeitskollegen, Familienmitglieder oder andere Freunde auf Facebook schlagen, indem ich sie aus meiner Highscore-Liste rausgepoltert habe. Großartiges Spiel und für mich eines der wichtigsten PC-Spiele aller Zeiten.
Ja, einer meiner persönlichen Lieblinge, die die ganzen anderen Kollegen schon mal vergessen haben, ist die Commander Keen-Reihe. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die von id Software kommt. Und wenn man an id Software denkt, dann denkt man ja meistens an Doom oder an die Quake-Reihe. Aber ich habe id Software kennengelernt als die Programmierer eines Jump-and-Run-Spiels, beziehungsweise mehrere Jump-and-Run-Spiele, nämlich Commander Keen. Bei Commander Keen handelt es sich um eine Art Super Mario Brothers Klon auf dem PC. Also die Jump-and-Run-Spiele zu der damaligen Zeit, 1990 war das, die gab es meistens auf der Konsole. Und auf dem PC war Commander Keen so eigentlich tatsächlich der erste richtige Jump-and-Run-Klon, den man so wahrgenommen hat, der erste richtige Mainstream-Klon. Und programmiert hat das ganze Ding der John Carmack, der ja später auch die Doom Engine entwickelt hat oder die Quake Engine. Und schon damals hat er es geschafft, durch geschicktes Ausnutzen der damaligen Grafikspeicher von den ganzen VGA-Karten ein bis dato nicht gesehenes Scrolling auf dem PC zu ermöglichen. Die Story, die war relativ banal. Also, das war der Commander Keen, der ist mit dem Raumschiff unterwegs gewesen und auf einem Planeten gecrashed. Und musste das Raumschiff anschließend wieder zusammensetzen. Die einzelnen Teile des Raumschiffs, die waren in den ganzen Jump-and-Run-Levels versteckt. Und ich habe da heute noch ganz schöne Erinnerungen dran. Ja, und um diese Teile halt zurückzubekommen, da hatte der Commander Keen auch so einen Pogo-Stick dabei. Das heißt, er konnte dann damit besonders hoch springen. Er konnte auch ein bisschen rumballern. Schade nur, dass Commander Keen eigentlich nur ein Traum ist. Denn ein kleiner Junge, der hat das einfach nur alles geträumt. id Software bei Stories. Waren sie ja nie so richtig gut. Ja, was mir da noch gefehlt hat, was ein wirklicher Meilenstein des Genres gewesen ist, an dem sich nachher sehr viele Spiele orientiert haben, war die Bard's Tale Series. Das fing 1985 an, mit dem ersten Teil, Tales of the Unknown, The Bard's Tale. Und das war also ein Party-Rollenspiel, wo ich mir wirklich aus verschiedenen Klassen eine Gruppe zusammenstellen musste, mit denen dann eben Dungeons gecrawlt habe, beziehungsweise erforscht habe. Ich kann mich erinnern, da also wirklich mit Rechenpapier gesessen zu haben, mit so Karo-Papier und dann wirklich Schritt für Schritt aufgemalt habe, wo ich hingegangen bin und was dort für Gebäude sind. Und rückblickend muss ich sagen, dass das das Sinnvollste war, was ich mit Karo-Papier jemals angestellt habe.